Peace, hallo, Teddy, willkommen. Ich sehe nichts mehr. Peace, hallo, herzlich willkommen bei mir auf dem Konol. Ich glaube, ich sollte das Oberteil ausziehen. Moment. Reiß auf, Fuhr. Reiß auf. Weil sonst hörst du geil wieder. Du schaust aus wie der Owe. Ich schaue nicht aus wie der Owe. Ich bin viel hübscher. Außer bin ich schlanker. Oh je, das ist mir nervös. Sorry, Owe, das musste sein. So. Rauchen beim Autofahren ist gesund. Ja, das ist sicher unterschiedlich, je nachdem aus welcher. Radio aus! Brauchen wir nicht, weil wir haben heute wieder Fockechens Heimfahrt. Oh, Schnee. Ja, wir haben wieder Fockechens Heimfahrt heute. Juhu! Mal wieder. Fockechens Heimfahrt Nummer 53. Ja, erstmal ein schönes, gutes neues Jahr. Und das eigentlich schon am, was haben wir denn heute für einen? Ich weiß gar nicht, der 18. Der 18. ist heute schon, uiuiui. Der 18. Januar, Wetter ist schlecht, grau in grau und weiß in weiß. Und, aber Gott sei Dank nur draußen, hier nicht im Auto, weil draußen ist halt ja, Winter. Erst einmal, ja, ich bin euch ein Teaser schuldig, ich weiß, aber ich habe am, das ist eine geile Geschichte, am 22. November, habe ich ein, ja, etwas bestellt für den Teaser, den ich machen will. Den brauche ich unbedingt dazu. Und das ist aus China gekommen. Wusste ich jetzt nicht, dass er aus China kommt, das habe ich dann erst mitgekriegt. Und die haben geliefert und am 15. Dezember ist das Ding in Frankfurt angekommen. 15. Dezember. Heute ist der 18. Januar und ich habe es immer noch nicht, weil DHL das nichts gebacken kriegt, dieses Backel mir zuzustellen, weil es geht, ist dann Richtung Hamburg und dann ist wieder zurück und dann ist wieder irgendwo in Worms gewesen und so weiter. Also die schicken das Backel kreuzer quer, bloß nicht zu mir. Und ich warte doch sehnsüchtig drauf, dass ich endlich diesen Teaser machen kann, weil der wird geil. Der wird geil. Der Teaser ist ja dann für das Projekt 2021. Und ja, und den kann ich nicht machen, weil ich eben dieses dumme Ding noch nicht habe. Blöd, aber ist so. Um was geht's heute? Heute geht's um den Genitalbereich. Mehr oder weniger. Es geht um Autos mit riesen PS. PS-Wahnsinn, so heißt auch diese Folge. PS-Wahnsinn geht weiter. Ich habe früher mal gelernt, je größer das Auto, umso kleiner der Schwanz. Ja, mag sogar sein. Kann ich so nicht sagen, weil ich ein kleines Auto habe. Ja, PS-mäßig wenigstens. Es ist mir unbegreiflich, was die Automobilhersteller momentan hier von sich geben. Egal welche, wirklich egal welche. Auch Hyundai ist jetzt da mit dabei. Mit diesem IONIQ 5, der dann so irgendwie ab 300, 350 PS haben soll. E-Autos werden immer PS geiler. Oder Kilowatt geiler, nennen wir es mal so. Weil PS ist ja eigentlich alt und PS hat es ja noch nie so richtig geheißen. Oder soll es nicht heißen, soll ja Kilowatt heißen. Immer mehr Drehmoment, immer mehr Leistung. Es wird immer mehr geprahlt, wie viel oder wie wenig Zeit gebraucht wird, um von 0 auf 100, von 0 auf 200 zu kommen. Scheinbar ist die ganze Welt nur noch PS geil. Bis auf den Fokker. Dem ist es wurscht. Aber ich sehe es halt, dass E-Autos damit prahlen müssen, wie stark sie sind. Wie viel PS sie haben müssen. Es ist ein E-Auto mit 200 PS
Wir haben ja den Kona, der hat 200 PS, ist meines Erachtens viel zu viel, braucht kein Schwein. Warum haben wir den gekauft und nicht den kleineren, weil er die große Batterie gehabt hat, oder hat, eben die 64 Kilowattstunden Batterie. Den gibt es ja mit 39 auch noch und dann hat er, ich müsste lügen, 136 PS, glaube ich. Die hätten uns ausgelangt, weil der hier hat 110 und ich bin bis jetzt überall hingekommen, wo ich gewollt habe. So steil hat der Berg gar nicht sein können, dass ich da nicht aufgekommen bin. Also geht's, völlig in Ordnung. Arbeitskollege von mir hat den Skoda Citigo, glaube ich, also dieser von diesem E-Up, da dieser Drilling von Skoda, und der hat 82 PS, sagt er, der ist sehr zufrieden mit dem Auto, der geht auch gut, beschleunigt auch gut, zieht du gut durch. Klar kann er nicht von 100 bis 150 in 3,5 Sekunden, da kann er nicht mithalten, aber machen wir das? Früher habe ich immer gesagt, ein Auto braucht Leistung, weil ich damit einen Anhänger ziehe. Jetzt gibt es ganz wenig E-Autos, die Anhänger ziehen können. Leistungstechnisch eigentlich kein Problem, warum auch immer. Meistens geht es um den Unterboden, dass man die Anhängerkupplung nicht so befestigen kann, dass der Akku dann irgendwie richtig... Bitteschön. Frau mit Kinderwagen darf natürlich vor, ganz klar. Ja. Auch wenn es keinen Blinker hat. Die hat mir eine gekehrt, weil E-Auto, sehr gefährlich. Obacht. Ja, und die Anhänger können meistens können E-Auto keine Anhänger ziehen. Wie gesagt, muss irgendwas mit der Struktur zu tun haben oder mit, ja, mit dem Unterboden, gehe ich mal davon aus. Die meisten können es halt nicht, weil als Verbrenner, wie jetzt der zum Beispiel, ein Soul gibt es ja als Verbrenner. Oder ein Kona gibt es als Verbrenner, da gibt es Anhängerkupplung, aber nicht fürs E-Auto. Muss was mit dem Akku zu tun haben, mit der Akkuplatzierung unten am Boden, dass man denen die Anhängerkupplung nicht so befestigen kann, wo halt jetzt, wo sie befestigt gehört, dass man, weil der Akku im Weg ist. Oder ich weiß es nicht, was anderes kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es liegt, weil Drehmoment ist genug da. Der hat 110 PS, der hat ich glaube 240 Newtonmeter. Der, also die erste Zeit, wie ich vor mir noch gedacht, oh, das Auto geht echt gut. Aber nachdem ich jetzt ja den Kona von meiner Frau auch schon öfter gefahren bin und eigentlich auch schon gewohnt bin, geht das Auto jetzt eigentlich nicht besonders gut. Ja. Aber es reicht, es völlig hin. Ich brauche kein Auto mit 350 PS. Das kann ja, was du brauchst, ist mir eigentlich wurscht. Fahr doch du das Auto und ich kaufe mir das Auto mit den vielen PS. Das mag ja alles sein, das ist ja auch okay. Aber dass man es, dass man überall nur noch PS-Zahlen sieht, die es eigentlich nicht braucht. Meine Meinung. Das ist alles nur meine Meinung. Ihr könnt andere Meinungen haben. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und warum, vor allem, warum ihr so viel PS braucht oder wollt. Weil der Kona mit 200 PS, 204 PS und 400 Newtonmeter, der geht eigentlich schon richtig gut. Das, was mir ein bisschen nervt, ist, wenn du wenig Gas gibst, fangen er sofort zum Schoren anfahren, also zum Durchdrehen anfahren, weil er ja, weil einfach zu viel Leistung hat. Aus der Kurvenasse, das ist unfassbar, wie der, so schnell kann ich gar nicht abregeln, wie der das Drehmoment freisetzt. Und dementsprechend schort er vorne ganz schön durch und da bringst du eigentlich die Leistung auch nicht so drauf. So ab 80 oder so, kannst du, wenn du Gas gibst, ist kein Problem, aber bis 80 bei weder wie heute nass, keine Chance. Ja, so, ein Allrad, wenn ich hätte, da hat es sich anders auffüllen, ist klar, weil dann ging er da nicht so durch, dann ging er da auch besser vorwärts, aber der braucht nicht besser vorwärts gehen, der hat irgendwie, ich glaube, 7,2 Sekunden von 0 auf 100. Ja, das ist mit Abstand das schnellste Auto, was ich je gefahren bin und ich habe, oder besessen habe, weil das zweitschnellste Auto, was ich gehabt habe, jemals, war ein Ford Escort, nee, Ford Fiesta XR2i. Der hat 104 PS gehabt, den haben wir dann ja, durch einen Versicherungsschaden, wenn wir den gekauft haben vom Gebrauchtwagenhändler, haben wir den dann moniert, haben wir gesagt, oh, der hat konstant ruckeln, da war die Einspritzpumpe kaputt. Da haben wir vom XR3i damals die Einspritzpumpe drauf und hat er 130 PS gehabt. Und hat man jetzt, ja, hat man schon gemerkt, aber halt nur in den oberen Drehzahlbereichen. Aber das war das Auto, das eigentlich am besten gegangen ist bis jetzt.
Und jetzt ist es halt der Kona. 350 PS, 400 PS, 450 PS. Die werden so aggressiv, werden die ja beworben, weil es scheinbar nichts mehr anders geht. Also meines Erachtens, wenn ein Auto jetzt 350, 450, 550, 750, 850, 1100 PS hat, es ist beeindruckend, wie die gehen, aber eigentlich mäßig wie ein Kopf, heißt das bei uns. Mäßig. Weil ich würde das Auto eher bewerben mit weniger PS, dafür mit mehr Reichweite. Und das geht es den Leuten nämlich. Ich mag kein Auto haben, das von 0 auf 100 in 3,6, 3,5 oder vielleicht sogar unter 3 geht. Wenn ich das gleiche Auto hätte, das 5 Sekunden braucht von 0 auf 100, das immer nur jedem langt und dafür vielleicht 200 Kilometer mehr kommt oder weiter kommt. Ich verstehe es nicht. Habe ich was verpennt? Scheinbar habe ich was verschlafen. Im letzten Jahr, ich habe mich da das letzte Jahr so für die Neuigkeiten so gar nicht so richtig interessiert, was kommt denn alles raus und so weiter, weil ich eigentlich erst einmal bedient bin mit zwei E-Autos. Ich brauche jetzt keins. Jetzt langsam mal mich umschauen, weil das Auto nächstes Jahr 2022, im August ausläuft. Also der Vertrag läuft aus. Ja, und jetzt muss ich mich schon langsam mal umschauen, was hole ich mir denn für ein Auto? Ganz ehrlich, der Opel Mokka war ein ganz großer Kandidat gewesen. Erst einmal passt er zu meinem Namen, Fokka Mokka. Ja, nee, eigentlich nicht, weil er falsch geschrieben wird. Da muss ich mich mit Opel unterhalten. Der wird ja mit 2K geschrieben und eigentlich sollte er mit 2C geschrieben werden. Da muss ich noch mal ein Wort mit Rüsselsheim reden oder halt mit PSA. Jetzt habe ich aber gehört, dass Opel sehr viele Bestellungen storniert hat, weil sie nicht hinterherkommen. Ich verstehe immer noch nicht, dass sie nicht hinterherkommen. Entweder, also man muss doch Leute im Marketing haben, die ausrechnen, wie viele Autos das der Markt benötigt von meinem Produkt, den ich habe. Und entweder kennen sie ihren Job nicht, oder sie sind völlig überrascht worden von dem, was die Leute wollen. Dafür stelle ich doch die ein. Ich muss doch wissen, ey, ich stelle die ein, du verdienst, keine Ahnung, einen hohen fünfstelligen Betrag, wahrscheinlich sogar einen sechsstelligen Betrag im Jahr, um mir zu sagen, was muss ich denn mit wie viel Absatz, mit wie viel Zahlen muss ich denn rechnen, wenn ich dieses Auto auf den Markt bringe? Da kann ich noch nicht sagen, mit zwei. Ja, das Auto wollen zwei Leute. Und dann sagt Opel, super, zwei Leute, dann baue ich das Auto. Und dann sind sie überrascht, wenn es drei sind oder was. Ja, es geht, also verstehe ich nicht. Ich bin irgendwie völlig perplex, wenn ich mir das so anschaue. Ich weiß die Verkaufszahlen nicht, ich weiß nicht die Vorbestellungen, aber auf jeden Fall sind es jede Menge. Und da kann ich doch als Autofirma nicht völlig aus dem Nichts überrascht werden. Ich muss doch schon wissen, wie groß der Markt ist. Und wenn man dann feststellt, der Markt ist größer als gedacht, dann kann es doch nicht ums Doppelte so groß sein, sondern ich laufe mir nur eine kleine Menge Ecke. Aber das ist doch irgendwie... Nee, ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Klärt es mich auf, bitte. Wie geht das? Wie kann ich denn als Automobilhersteller ein Auto auf den Markt bringen, das meines Erachtens ein richtig geiles Auto ist? Im Übrigen hat er nicht einmal viel PS. Also der hat kein 200 oder 300 oder 500 oder 800 PS. Nein, der Opel Mokka hat so viel, ich weiß, 136. Nein, brauche ich nicht. Ich brauche nicht mehr. 136 reicht mir völlig aus. Es sind mehr, wie der hat, und eigentlich reicht bei dir. So, jetzt, der Opel Mokka kommt jetzt im Endeffekt auch nicht in Frage, weil storniert. Momentan nicht lieferbar. Okay, momentan, ich habe ja noch gut eineinhalb Jahre Zeit, da kann sich ja viel tun, aber wenn man jetzt so sieht, was man Lieferzeiten auf solche Autos hat und die mit 12 Monaten, und das ist ja eigentlich
schon gewesen, als ich den bestellt habe damals und den Kona bestellt habe. Das ist ja auch schon wieder anderthalb Jahr her. Da hat die Lieferzeit vor einem Jahr gehabt und das hat sich eigentlich nicht viel geändert. Ja, es gibt natürlich Autos, die man sofort kriegt, weil die auf Halde stehen. Ich sage jetzt einmal, Renault Zoe wäre ein Auto von der Größe her, von der Leistungsausbeute her eigentlich schön, perfekt, aber der Renault Zoe ist jetzt nicht unbedingt mein Auto, mir gefällt der halt einfach nicht. Ich will jetzt auch kurz zum nahe treten und jeden seins, aber meins ist nicht. Mir gefällt er halt einfach nicht. Bin ihn auch schon gefahren, ja, aber irgendwie, nee. Der E-Up wäre eigentlich ein Auto, der würde man von der Größe her reichen, von der Reichweite her würde man reichen, von der Leistung sowieso. Der 280 PS ist aber eine kleine Knutschkugel, passt. Ja, aber kannst eigentlich so auch nicht mehr bestellen. Der ID.1, der wird jetzt eigentlich schon beworben von VW, obwohl man dann nicht einmal ein Bild gesehen hat. Ja, der E-Up kannst du nicht mehr bestellen, aber dann bestell halt den ID.1. Ja, wann kommt denn der? Ja, müssen wir jetzt so 2023. Ja, das hilft mir nichts. Ich brauche 2022, glaube ich. So, was könnte ich mir für ein Auto kaufen? Das sind Luxusprobleme, gell? Andere Leute, schauen, dass irgendwie ihr Leben auf drei bringen, weil hier mit dem ganzen Lockdown-Scheiß. Und ich mache mir Gedanken, was ich mir für ein Auto kaufe. Ist eigentlich armselig, aber so ist das Leben halt einmal. Ich habe nur Zeit, eineinhalb Jahre. Mal schauen, vielleicht kommt was. Am liebsten wäre mir ein Kleinwagen. Eben sowas in der Größe wie der E-Up, wäre ein perfektes Auto. Der Mokka, der gefällt mir halt, weil er von der Form her schön ist. Würde auch noch bei mir in die Garage reinpassen, habe ich ausgemessen. Aber vielleicht wird es in einem Jahr besser oder in einem halben Jahr, wenn ich quasi das Auto bestellen müsste. Mal gucken. Der Corsa E wäre für mich sogar noch interessanter als Auto selber. Mir gefällt er jetzt nicht ganz so gut wie der Mokka, aber als Auto selber wäre er interessanter. Kostet glaube ich dann so um die 30, 32 ist mir eigentlich dann zu teuer. Weil wenn ich jetzt sehe, dass der E-Up Liste so um die 220 kostet, ja, da wird noch was abgezogen, ich weiß, aber ich rechne mal damit, dass ich in eineinhalb Jahren, wenn ich das Auto brauche, vielleicht gar kein Bonus mehr bekomme, wäre möglich. Deswegen spekuliere ich jetzt lieber mit einem Auto, das einen Listenpreis so um die 25 kostet oder kosten soll. Und wenn ich nur was dafür kriege oder Bonus kriege, in dem Fall 9000 Euro, damit kann man aber nicht hundertprozentig rechnen, ich auf jeden Fall nicht. Klar wäre das toll, aber eigentlich sollte man es gar nicht mehr, sollte man ein E-Auto gar nicht mehr subventionieren, weil eine Subvention ist am Anfang da, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie es mal ausprobieren und so weiter. Aber heutzutage weiß doch jeder, dass ein E-Auto definitiv besser ist als der Verbrenner. Auch wenn man jetzt wieder schimpft und umwelttechnisch schimpft, ja. Jede Mobilität, jede, kostet Ressourcen und ist schlecht für die Umwelt. Jede. Auch ein E-Auto. Und man weiß immer noch nicht, also ja, ich selber gehe schon mal davon aus, aber so richtig wissen tut man es eigentlich nicht. Was ist denn jetzt die Zukunft der Mobilität? Ist es jetzt ein E-Auto? Ist es ein Wasserstoffauto, was ja auch ein E-Auto ist? Ist es ein, keine Ahnung, ein Radnabenmotor, der mit Hamstern bestückt wird, die auf allen vier Reifen jetzt im Endeffekt im Hamsterrad laufen. Vielleicht ist das die Zukunft, ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich, der Verbrenner ist es definitiv nicht. Und das muss man sich im Klaren sein. So, man kann Verbrenner noch kaufen und jeder, der sich einen Verbrenner kaufen will, der soll sich einen kaufen. Überhaupt kein Problem. Ich selber möchte es nicht mehr. Ich möchte keinen Verbrenner mehr. Aber was sollte ich für ein Auto nehmen? Mal gucken. Also wie gesagt, der E-Corsa, ja, wobei er mal zu teuer ist. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall wird es kein Auto mit über, keine Ahnung,
über 150 PS. Brauch ich nicht. Will ich nicht, mach ich nicht, brauch ich nicht. Eure Meinung ist gefragt, also die würde mich interessieren. Schreibt es unten in die Kommentare, was haltet ihr von diesen ganzen PS-Boliden, die jetzt rauskommen, wie sie beworben werden. Egal welche Firma, egal welches Modell, es muss immer mittlerweile über 300 PS haben, weil alle anderen Autos, das ist immer so, ja, schaut mal, die E-Autos, die Kinder eigentlich davor fahren in der Beschleunigung und so weiter, das interessiert doch keinen. Ob ich jetzt einem Verbrenner unterlegen bin oder überlegen bin, das interessiert mich nicht. Das ist nur eine reine Verkaufsmacherei für die Hersteller, um zu sagen, schau, E-Auto, kauf dir E-Auto, weil er ein bisschen schneller von der Ampel weg als mit deinem Verbrenner. Nein, ich finde, das war vorher schon bei den Verbrennern so, das ist immer mehr auf immer mehr PS gegangen, immer mehr PS und der Nachfolger hat immer mehr PS haben müssen und mehr PS und mehr PS. Die Autos werden schwerer, ja, aber der hat auch irgendwo, glaube ich, so um die 1600 Kilo und ist mit 110 PS locker dabei. Ja, ich finde, dass es im E-Auto-Bereich andere Kriterien geben sollte, die beworben werden müsste. Auch der Verbrauch zum Beispiel. Momentan ist nur so, scheinbar ist der Verbrauch beim E-Auto völlig egal, weil der wird zwar angegeben, aber ja, wahrscheinlich, weil sich ein normaler Mensch, der sich noch nicht mit der E-Mobilität so auskennt, diesen Verbrauch in Kilowattstunden irgendwie nicht richtig greifen kann. Was sind da? 20 Kilowattstunden, 25 Kilowattstunden, 30 Kilowattstunden. Ist das viel oder ist das wenig? Kann man schlecht sagen. Ich finde, alles über 15 ist viel. Und wenn man Allrad hat und wenn man dementsprechend die Karosserie, Aerodynamik nicht so besonders gut hat und dann noch vier Motoren oder zwei Motoren oder drei Motoren, ja, beim E-Auto nicht ganz so schlimm, weil durch hohes Gewicht, durch viel Leistung kannst du auch wieder viel rekuperieren. Das heißt, du kriegst wieder viel zurück. Je größer der Motor, je größer der Akku, umso mehr kannst du wieder zurückholen. Das sehe ich an dem und an dem Kona, den Unterschied. Wenn bei uns den Schwenter Berg runterfahre, dann habe ich hier, wenn ich unten ankomme, einen Kilometer mehr. Wenn ich das gleiche, mit der gleichen Geschwindigkeit mit dem Kona fahre, habe ich 2,5 Kilometer mehr. Auf das Bergerl da, also das ist recht lang, aber man merkt den Unterschied. Und deswegen ist es nicht ganz so schlimm, wenn ein Auto, E-Auto ein größer ist, schwerer ist, auch mehr PS hat. Aber warum brauche ich so viel PS? Warum braucht ihr so viel PS? Sagt mir das, vielleicht verstehe ich es dann, weil eigentlich momentan verstehe ich es nicht so wirklich. Und deswegen lasse ich euch jetzt alleine. Ja, ihr Rabauken. Macht es gut. Wir sehen uns wieder. Ja, wir sehen uns wieder. Ich weiß schon was ihr nicht wisst. Und deswegen grinse ich so blöd. Also, macht es gut. Wiedersehen und Peace. Servus. Macht's gut. Servus sagt locker. Euer Fokker. Sie hat es beinahe gar nicht ausgebracht. Schon lange kein Video mehr gemacht. Deswegen. Ha. Aber das wird sicher. Haha. Hier um die Kurve geflitzt und schon ausgeschalten. Tschüss.